So, ha, die Bärbel steht ja schon hier. Hallo. Ganz alleine. Ja, schade eigentlich, so alleine. Wie kommst du denn hier? Verstehe ich auch nicht. Hm. Auf einmal war ich hierher gezaubert. Also, einen schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Schönen guten Abend. Es ist mir gelungen, die Bärbel wieder hierher zu locken. Ja. Ich musste ihr versprechen, dass sie nach dem Livestream eine selbstgemachte Flädlesuppe kriegt. Ja, das hat mich ehrlich gesagt sehr hergelockt. Ha, siehste? Da meine Kochkünste nicht immer so toll sind. Und brauchst du ja jetzt nicht zu verraten, oder? Nee, brauche ich eigentlich nicht zu verraten. Stimmt. Na, was hast du alles Schönes gemacht seit unserem Osterstream? Ach. Das ist ja schon wieder 10 Tage her. Ja, alles möglich. Ich habe draußen vor einem Altenheim gespielt, in St. Louis im Berg. Ja. Schön. Ja, schön. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Und ja, die Leute haben sich sehr gefreut. Sonst bin ich viel spazieren gegangen und so. Und war draußen in der Natur. Und siehste. Ein bisschen Musik gemacht, aber ja. Das ist doch gut, hey. Naja, ich habe auch nicht viel gemacht. Nee? Meine täglichen Videos her. Und ja, ab und zu ein bisschen was komponiert. Und halt ab und zu ein bisschen meine Bäumchen gegossen, denn es wird schon ein bisschen zu, wie soll man sagen, zu trocken wieder. Aber, Bärbel, womit beginnen wir? Ja, also, da ich ja Bärbel heiße. Sie heißt Bärbel, ja, tatsächlich. Sie heißt Bärbel. Und meine Namenspatronin, die heilige Barbara ist, habe ich gedacht, spielen wir heute Babsis Decision. Das ist ein Klezmerstück. Ein Klezmerstück, okay. Dann machen wir das. Es ist ja schlussendlich Babsis Decision, ne? Ja. Es ist ihre Entscheidung. Das ist meine Entscheidung, ja. Thank you.
Das war Bärbels Decision. Ja. Meine Entscheidung. Deine Entscheidung. Ja, sehr schön. Dann habe ich für das nächste Stück habe ich was entschieden. Ah ja, okay. Und das will ich nämlich jemandem widmen. Und zwar, die kennst du auch. Ja? Mhm. Ja, das ist die Diana Dietrich aus München. Ah ja, aus München. Ja, die waren nämlich damals, alle beide Male, als wir in München mit dem Jimmy gespielt haben, war die auch da. Ja, ach so. Da haben wir die kennengelernt. Ah, okay. Mhm. Ja, und die hat jetzt nämlich ein Söhnchen, die hat einen Herzfehler. Mhm. Oh je. Mhm. Und gestern war das auf dem Fernsehen. Kann man übrigens noch nachschauen in der ZDF-Mediathek. Mhm. Bei der Sendung 37 Grad. Junge Herzen. Oder junges Herz oder so hieß das. Ja, da wurde, dann konnte man das sehen. Ein erschütternder Bericht. Die Diana, die wohnt jetzt schon seit eineinhalb Jahren ununterbrochen im Krankenhaus mit ihrem Söhnchen. Ihr Söhnchen ist angeschlossen an ein Kunstherz und wartet jetzt schon seit eineinhalb Jahren auf ein Spenderherz. Also ich will dieses Lied jetzt, was wir jetzt spielen, will ich gerne der Diana und ihrem Söhnchen widmen. Das ist sehr schön. Mhm. Ja, und zwar nämlich für speziell für all diese, die jetzt jammern und klagen, weil sie mal ein paar Wochen zu Hause sitzen müssen. Wenn jemand etwas weiß über Quarantäne und eingeschlossen sein, dann wohl die Diana und ihr Söhnchen. Also Diana, für dich und dein Söhnchen. Thank you.
leer. Daniel, speziell aus La France. Oui. La plus belle valse d'amour. Und La Place Pigalle. Place Pigalle, genau. Naja, natürlich. Das habe ich vergessen. Aber weißt du, was wir auch noch nicht gespielt haben? Einen Tango. Das stimmt. Wir haben ja bis jetzt noch gar keinen Tango gespielt. Genau. Kennst du einen Tango? Ja, also ich kenne El Choclo, La Comparsita. Zum Beispiel. El Choclo und La Comparsita. Okay, ja, wenn du meinst. Und in welchem Ton ist das? D-Moll. In D-Moll! Wow! Habe ich ja sogar drauf. Toll, das war super. Ja. Okay. Na. Alright. Thank you.
gute Band gleichzeitig aufgehört. Nicht wahr? Super. Ja, und dann sind wir ja schon leider wieder beim letzten Liedchen für heute. Ja, oh, schade eigentlich. Geht immer sehr schnell, gell? Mhm. Aber ja, wenn wir das jetzt länger machen, dann sind wir innerhalb 2000 Livestreams durch unser Repertoire hin. Können wir ja nicht machen. Das können wir nicht machen, genau. Und die Leute müssen auch noch ein bisschen hungrig bleiben, ne? Ja, stimmt. Eben, man muss ja nicht immer gleich sein ganzes Pulver verschießen. Nicht wahr? Ja. Ja, und das Letzte, das ist dann etwas aus Italien. Und das ist dann mal wieder speziell für die Rosi, weil mir tut es nämlich fürchterlich leid, dass sie höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht in ihr geliebtes Italien auf Ferien gehen kann. Befürchte ich. Und darum halt so als kleine Entschädigung dafür, ne? Weil es tut mir wirklich leid, weil die liebt ja Italien. Ach, wie schade. Meine Schwester auch. Und da, leider wird es dieses Jahr höchstwahrscheinlich nichts. Nee. Und dann bringen wir jetzt halt, Rosi, bringen wir ein bisschen, ein kleines Stück Italien genau zu dir nach Hause. Nicht wahr? Gut.
bisschen südländische Sonne. Ja. In die Wohnung von der lieben Rosi. Nicht wahr? Ja, Bärbel, ich danke dir vielmals. Ich danke dir auch. Und hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, mir auch. Einmal habe ich falsch gespielt mit Tango. Ich hab wohl mehrere falsch gespielt. Also. Kann passieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also, ja. Das gibt Lohnabzug. Ja. Für jeden falschen Ton ein Euro Abzug. Oh, oh, oh. Ja. Okay, ja, danke. Gut. Dann, mal gucken, vielleicht können wir nächste Woche mal wieder einen Stream machen. Ja, gerne. Würde mich freuen, ja. Hm? Wenn wir dann noch leben. Mhm. Wer weiß. Ja. Ja, das weiß man heutzutage nicht so richtig. Genau. Aber gut, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr konntet euch wieder ein bisschen Freude in eure Heime, in eure Zuhause, in eure Wohnungen bringen. Und, lasst euch nicht verrückt machen. Gebt weiter auf euch Acht. Bleibt gesund. Und dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Nicht wahr? Tschüss! Tschüss!